So, und herzlich willkommen zurück zu Sun Electronics. Beim letzten Mal musste ich leider anfangen, etwas zu questen und wollte auch ein bisschen die Region hier erkunden, einfach um ein bisschen die EP einzuheimsen. Und ich werde das einfach mal so fortsetzen. Wenn wir schon mal hier sind, ein bisschen was haben wir hier noch vor uns. Ich glaube, da kann man sogar sicher. Ne, doch nicht. Es gab Gebiete, da konnte man ja auch sicher runterfallen. Um an andere Orte zu gelangen, aber egal. Ist jetzt nicht so wichtig. Ich würde einfach nur gerne noch ein paar mehr Orte erkunden. Eventuell werde ich dann zu Kolonie 9 heute zurückkehren. Und jo, mal schauen. Questtechnisch mache ich mir erstmal gar keinen Stress. So, wo zum Teufel führt das jetzt hin? Oh, Beinzanger. Cool, noch mehr von denen. Nett. Braucht kein Mensch hier. Noch mehr von den Viechern. Klar. Mach halt. Oh, ein Brizanger. Den hat man noch nicht. Gib ihm. Nein, verkackt. Was? Boah. Yo, here we go again. Der Lag ist wieder absolut auf. So, RIP. Wow. Der war schon Level-Up wert. Nett. Okay, ich weiß genau, was das für ein Schrein ist. Ah, Schrein Daksha. Okay. Das könnte übel werden. Ich mach's kurz und knapp. Und tschüss. Hau rein. Yo. Ah, 32. Was? Go on. Ja, macht Sinn. Klar. Natürlich trifft er mich auf 20 Meter Entfernung. Ach, sinnlos. Na egal. Hauptsache dieses eine Item. Damit war's das im Prinzip schon wert. Okay, wir sind wieder an der Oase Rot. Das ist natürlich auch gut, weil hier war eine Höhle. Die ich noch wollte. Da kann ich auch das gleich mal machen. Oh, scheiß Schnupfen, was zum Fick. Yo, 77, klar, bitte fick mich nicht. Dankeschön. Miese Danke. Wurfspeertrutern, unwichtig. Yo, ich gehe mal kurz in eure Höhle, ne? Ich hoffe, es ist okay für euch. Ein Wächter-Truthahn. Oh, Truthahn-Hauptquartier. Mit einem wichtigen Item, so wie es aussieht. Kleidung. Ei. So, irgendwer hat Bock auf Stress. Bitte. Ihr wollt das so. So. Räum mich schnell kurz weg. Wen greift ihr denn an? Ja, ein Ziel. Meine Güte. So, komm schon. Oh. Okay, ich hätte dir doch ein paar Truthahns umlegen müssen. Okay, tapfere Truthahns. Die gibt's gleich von hier. So, piss dich. Wir haben noch Bock auf Stress. Alter. So viele Mistviecher. Boom. Diese eine 15 Trudern hält schon so viel aus. Leicht lächerlich. Richtig. Nächster. Ja, let's go. Jetzt aber. Oh, schade. Schala, schala, schala. Ich heile mich selber. Ja, das ist gut. Heile dich selber, das ist gut. Ehre. So, wer braucht's noch? Und tschüss. Pfeil und Bogen.
Was für Technik, ey! Komm weg! Der Typ, der pennt doch einfach, immer noch. Gut gemacht, Schade. Und weiter geht's. Singen. Oh, Level 12er. Wie süß. Und, sonst noch jemand? Ernsthaft. So, hätten wir schon wieder so eine ganze Armee von Truthans aus dem Leben gerissen. Herrlich. Neuer Stuff. Wanderer Alpha jetzt. Oder Alphiat. Der muss auch dran glauben. Yo, was geht ab? Au. So. Ab geht er. Ether-Techniken habe ich zufällig bestimmt gar keine am Start. Dann halt eine standardmäßige Kombo umwerfen. Kann jemanden ohnmächtig kloppen? Nee, natürlich nicht, oder? Metallsalve, nee, das schwanken. Schade. Das ist so sinnlos. Ja, okay. Mehr wird's auch nicht. Nein, runter von mir! Verpiss dich, Alter! Runter von mir! Bin gestunt. Und die Viecher haben auch einen Kettenangriff! Was zum Fick? Nicht weg! Der hat mich gefressen. Absolut gefressen. So, kann ich noch einen Kettenangriff auspacken? Das wird super geil. Komm schon. Dann lässt mich in Ruhe. Verpiss dich. Ich kann nichts machen. Gut. Dann halt so. Ach komm mal raus einfach. Ich mach schnell einen Kettenangriff. Oh shit, die treffen. Und wie die treffen. Okay, kein Problem. So, haben wir die jetzt mal kaputt. RIP. Und tschüss. Uff. Gut. Oh, ich bin gefesselt. Großartig. Ist aber auch scheißegal. Und RIP. Alter, wie viel noch? Alter. So viel von diesen Mistviechern. Und Truthahnfedern brauche ich auch. Das heißt, ich muss noch ein bisschen mehr hier kämpfen. Na, herzlichen Glückwunsch. So, gib ihm. Es müssen noch mehr Truthahne geopfert werden. Opfert sie alle. RIP. Mann, die Level 15 Viecher halten trotzdem so viel aus. Ich dachte, ich glaube in Erinnerung zu haben, dass sie niemals so viel ausgehalten haben. Nicht auf dem Level zumindest. Nee, das war's auch nicht, was ich gebraucht habe. Vielleicht hat er das Ding. Noch eine Feder. Bitte hab eine. Oh, okay. 5000 Crit, das ist eine Ansage. Das ist eine Ansage. Meine Güte. Abgenutzte Waffe. Hier liegt noch ein bisschen was. Nope. Ach, komm schon. Das kann doch nicht euer Ernst sein.
Oh, ihr sucht Stress, ja? Sing. Und gib ihm. Trophäe, unheiliger Schaden. Geil. Ich wollte schon mal haben. Nein, runter von mir. Ja, Ryan packt aus. Und tschüss. So, bitte habt, was ich brauche. Please, nein, komm schon, du. Ach, Sinnlos. Cool. Das habe ich die restlichen Truthähne auch noch weggemetzelt, so. Und trotzdem nicht bekommen, was ich wollte. Das ist schon mies traurig, eigentlich. Tja, Freunde, euer Stamm ist tot. Und er kommt nicht wieder. Doch, er kommt wieder. Ja, in der Höhle waren noch ein paar davon. Oder? Vielleicht habe ich ja Glück. Oh, nein, die sind auch weg. Na, großartig. Oh nein, nur anfangen. Eventuell droppen die zwei mehr, was ich brauche. Na du. The enemy's weak, but don't drop your guard. I hate these things. Wie war das? Kein Crit. Sinnlos. Ich war komplett von hinten. Seite, Schwank. Tschüss. Und bitte. Ach ja, gut, der Event ist eine schöne Sache. Immer wieder. So, komm, Silberkiste. Kristalle, aber sonst gar nichts, was ich brauche. Gar nichts. Ah, hier ist schon wieder einer. Wo läuft er hin? Läuft weg von mir. Welcher Truthahn? Boom, Alter, 5000. So, und tschüss. Große Kiste. Komm, gib, gib. Ne, immer noch nicht. Sind nicht wieder ernsthaft schon alle gerespawnt? Yo. Ich meine, ich brauche eh noch das von den Viechern, von daher. Will ich doch ein bisschen meine dezimiere. Ist das schon okay. Und tschüss. Und geh weg da. Könnte mir auch was Spannenderes vorstellen, außer die Viecher hier zu dezimieren, aber. Was soll man machen? Oh ja, jetzt wird Chatic reingehen. Stimmt, mies gute Idee. So, habt ihr das? Nein, und. Nein, was? Wie selten sollte der Drop denn sein? Oh, da hat jemand Bock. Oder wo ist er denn? Fick dich! Was zum Teufel? Heil und Bogen am Arsch. Mach einen Abgang. Immer noch nicht. Geil. Looten und leveln. Au. One shot, bitch. Beiseite. Komm, Spaß halber. Er hat aber auch keine einzige Ether-Technik, ne? Das ist dunkel-lila. Was? Oh mein Gott. Ah, egal. Das macht keinen Unterschied. Ich sollte aufhören, die Dinger nicht perfekt machen zu wollen. Komm, Silberkiste. Da muss doch endlich die Feder rauskommen. Ja! Geil, es war nur eine Materialmission. Das ist völlig unnötig eigentlich. Geil. Okay. Ich kehre erstmal ins Lager zurück. Wir haben schon wieder einige Sachen erledigt.
eventuell ergibt sich ja was. Zum Beispiel der Alte mit der Kleidung. Hier haben wir auch eine Quest. Schwer, Satata. Was geht ab? Oho, ihr seid es. Hab ehrlich gesagt schon wieder Problemchen. Wollt ihr vielleicht helfen? Fangen immer unsere Fische. Aber ein böses Monster belagert unseren Fischteich. Katastrophe. So verhungern alle. Müsst helfen. Wie schrecklich. Und ich wusste die ganze Zeit nichts davon. Verzeih mir, Satata. Nicht Charles Schuld. Kann ich immer auf uns alle aufpassen. Verstehen wir alle. Danke für die lieben Worte. Aber gegen dieses Monster müssen wir etwas unternehmen. Ja, rette uns vor Verhungern. Gib doch Essen außer Fischen, aber nicht zu viel. Verlasse mich auf euch. Seid unsere einzige Hoffnung. Anormaler Unkor beim Seraquell. Weiß ich nicht gerade. Wusste, ihr würdet uns helfen. Viel Glück. Jo, danke. Mies, danke. Penner. So, wo ist der Alte der Kleidung? War doch hier irgendwo, ganz sicher. Und auch nicht. Vielleicht war es dann bei Nacht oder so. Das ist auch mal, was mich gestört hat so im Spiel, dass man nie wusste, ob bei Tag oder bei Nacht was war. Oh, Ernest, oh je. Na, wie läuft's bei euch? Nochmal Entschuldigung wegen letzten Mal. Und schon eine unerschöpfliche Äderader gefunden? Nicht? Aber ich weiß jetzt, wo einer ist. Worum genau geht's denn am Arsch? Tja, der gute Ernest hat sich mal schlau für euch gemacht. Ich weiß jetzt, wo es wirklich so eine Ader gibt. Was guckt ihr so doof? Jeder macht einen Fehler. Na, was ist? Ihr könnt mir diesmal echt vertrauen. Danke, wir können uns noch lebhaft an letztes Mal erinnern. Und du sagst, dass wir dir wirklich vertrauen sollen? Ich habe nicht gelogen. Ich habe nur einen Ort verwechselt. Ihr könnt mir vertrauen. Würden wir gerne, aber... Na, müsst ihr wissen. Ich zwinge euch zu nichts. Macht doch, was ihr wollt. Südöstliche Brücke. Okay. Höhe ist unten beim Wasser. Wir müssen See springen. Okay. Okay, ich weiß auch genau, wo das ist. Perfekt. Das können wir auch direkt erledigen. Genau, das dürfte dort sein. Und dann muss ich... da ins Wasser springen. Außerdem sollte nicht so ein Vieh sein, was ich ohnehin schlachten muss. Wohl Unkorn? Gibt es hier Unkorn? Das sieht nicht so aus. Kann ich da schon hin? Egal. Ab dafür! Seraquel. Sogar direkt das Ort. Nice. So, die Höhe dürfte jetzt hier irgendwo gleich sein. Hoffe ich zumindest, dass sie das war. Nee, noch nicht. Ah, ich habe die Etale ja schon gesehen auf der Karte. Oh, was da mir gefallen ist? Oasenflami. Yo! Metzeln! Sinn ist nur Verstand. Oh, gut. So, was gibt's hier? Rasierwasser. Rasierwasser. Was für ein Angriff. Abflug. Mistvieh. Brutaler Crit. Oh, Flammi-Ei. Brauche ich auch zwei. Ah, noch eins. Noch eins. Jawohl. Achso, kommt noch mehr. Fuck. Okay, da ist die Höhle. Easy. Neidische Sardi. Level 77. Oh, hey, noch mehr Flammis. Oh, Level 17. Man nimmt's mit. Solange die Sardi jetzt sich aufwuckt. RIP. Oh, verpiss dich. Niemand braucht dich hier.
So, kann man noch, immer noch frei. Uff, das dauert. Kettenangriff, kommt auch keiner. Vielleicht. Immerhin bringt es anscheinend ganz gute P. Allein dafür lohnt sich doch. So, RIP. Nein, wieso bin ich geklemmt? Ich kann nichts machen. Oder vielleicht kann ich das? Genau. Und tschüss. So, welche wichtigen Sachen hier drin? Noch mehr Eier, sehr schön. Braucht wahrscheinlich kein Schwein mehr. Cool, ganz viele Eier. So, bevor ich reingehe, checke ich noch mal kurz meine Crew ab, falls es was Neues gab. Ich habe jetzt doch einige Schatztruhen geplündert. Okay, das sieht ziemlich brutal aus bei Abwehr. Ich fange mit Ryan an. Der hat zum nötigsten. So, physische Abwehr steigt enorm. Okay. Schulk hat sogar mehr Abwehr als Ryan aktuell. Läuft auch irgendwas schief. Ether braucht auch kein Stück. 153 physische Abwehr. Okay. Das ballert. Enorm. Blutungsschutz. Was zum Teufel? Seine Angriffskraft geht zwar runter, aber seine Verteidigung steigt ins Unermessliche. Ether-Abwehr brauche ich zu dem Zeitpunkt des Spiels noch fast gar nicht, also ist das okay. Ja, und hier genau dasselbe. Wie genau konnte man alle... Man konnte auch alle Juwelen irgendwie entfernen. Weil das war nämlich auch sowas, was ein bisschen nervig war. Und da wurden die automatisch ausgerüstet. Okay. Alles klar, so. Was gibt's hier Feines? Langsamste Resistenz, ja unbedingt. Ach ne, eben andere Waffe, wie sieht's damit aus? Da hat jetzt so viel... Doppelangriff 10%. Dampframme. Ich will damit so viel Death einbüßen eigentlich. Aber das Ding würde halt auch gut angreifen. Aber Ryan angreifen ist nicht so. Das spammt meistens seine Fähigkeiten. Nö, ich lasse das mal noch so. Scheiß drauf. So, Schala, irgendwas. Nett. Nett. So, was dickes für sie? Irgendwas? Nö. Agilität direkt in den Keller. Da brauchst du eh nicht. Daher völlig egal. Kettenstulpen. Ja, warum nicht? Nun gut. Hat auch sie mal ein bisschen bessere Abwehr. Und bei Jizzo. Wie ist das? Ah, ich glaube, ihm geht gar nichts. Oh, hier könnte ich noch ein bisschen drücken. Okay, und hier. Gut. Dann stelle ich noch mal kurz die Sockel. Kampfesmut. Kampfesmut ist auch gut. Tempo.
Nee. So viel spannend ist ja gar nicht. Oh, Tempo. Tempo. Nee, lieber nämlich Kampfesmut. Da habe ich schon ein bisschen mehr von. Jo. So, die Skill Trees muss ich auch mal komplett aus ausgucken. Techniken, ne? So, die wichtigsten Sachen sind ja schon prinzipiell ganz oben. Eigentlich. Schulkatz mit Fähigkeiten nicht so. Also normale Fähigkeiten zumindest nicht. Oh. Da gibt es auch ordentlich Damage oben drauf. Nicht schlecht. Schattenauge, was genau verändert sich da? Senkt Wut, 35%. Oh, man nimmt's mit. Schulk hat so eigentlich keine schlechten Techniken, aber er hat halt nur sehr wenige. Hingegen Ryan hat sowas von Arsch viele. Berserker am Arsch, Wachdienst, Kacke. Dass man gar nicht weiß, dass man ihn großartig skillen soll. Naja, man gönnt sich. Ist auch egal. So, gibt da noch was? Nö. Der Knochenhaken. Auch ganz wichtig, die Technik. Ganz wichtig. Ich werde echt schon bald mit den Technikbüchern anfangen müssen. Wahnsinn. Oh ja, und hier auch sie. Endlich. Ein paar Upgrades.